Befreiungsschlag für mein Selbstbewusstsein. Und, gefällt's Ihnen? Das Grinsen im Spiegel fast breiter als das eines Zahnpasta-Werbespots präsentiert bei mir stolz das Ergebnis der letzten halben Stunde. Die Spitzen schneiden war der Auftrag und vielleicht das stufig fransige Zottelmuster, das meine Ungeduld meinem Haar während des Wartens auf einen freien Termin angetan hatte, korrigieren. Denn Locken verzeihen einem wirklich viel, aber meine Haarschneidekunst überspielt selbst die stärkste Locke nicht mehr. Jo, ist alles, was meine Gedanken nun auf den Blick in den Spiegel zurückmelden. Jo, vielleicht können wir doch wieder zurück zu dem, was ich selbst gemacht habe. Und während meine Finger noch ein wenig irritiert durch das von Hüfte auf Schulterlänge geschrumpfte Haar streichen, spüre ich, wie mein Puls steigt, ahnend, was folgt. Blick in Blick trifft im Spiegel Erwartungen auf Frust, trifft zufriedenes Nicken auf zitternde Unterkiefer, trifft jetzt antworte schon auf, was soll man da noch zu sagen? Ja, also eigentlich Herz klopft, klopft, klopft. Klopft, 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 rennt, um die Worte wieder einzufangen, ehe sie meine Lippen verlassen. Fassen Gedanken den Entschluss zu schweigen, neigen Herzschläge dazu, statt ihrer laut zu werden. So laut, dass ich mir beinahe wünsche, die Ruhe eines geschrienen Wortes gäbe mir ein wenig mehr Unauffälligkeit. Ach, im Ernst, jetzt mach nicht so viel daher und vermies euch beiden nicht den Tag. Ja, fang nicht an, rumzuzicken. Rumzicken? Was hat das denn bitte mit rumzicken zu tun? Ein einfaches, nee, ist nicht das, was ich wollte, ist ehrlich und ein gutes Recht. Ja, aber es sind deine Haare. Was soll der Aufstand? Das wächst wieder nach und sieht doch eigentlich auch ganz gut. Also ja, es sind nur Haare. Aber es sind nun mal verdammt nochmal Haare, für die du im Begriff bist, 30 Euro hinzublättern. Soll ich den armen Mann jetzt noch um sein Geld bringen? Oder wie stellst du dir das? Naja, streng genommen hat er sich ja selbst drum gebracht. Vermutlich habe ich einfach nicht deutlich genug gesagt, was ich möchte. Also eigentlich meine Schuld. Du hast gesagt, die Spitzen schneiden. Da sollte klar sein, dass kein halber Meter gemeint ist. Na, so krass ist das ja nun jetzt auch nicht. Und vielleicht war das ja auch wirklich alles kaputt. Und also, Einschlag um Abschuss, um Einschlag um Herzschlag, Herzschlag um Schlag, stolpert Puls durch Adern, holpert Atemzug um Zug, scheint dieses Spiel ein wenig mehr verloren. Hadern die Gedanken mit Wortkonstellationen, balancieren unausgesprochen, gebrochen, verkrochen, stumm auf meiner Zunge. Ja, also eigentlich, ich werde rot. Also bitte, bitte, dass jetzt nicht auch noch die Haare ein wenig ins Gesicht fallen lassen. Vielleicht, es fällt auf. Ein einfaches Ja, danke und die Sache wäre gegessen. Das kann doch nicht so schwer sein. Ja, kann sein, dass du rot wirst, aber wen juckt's? Dann sagst du halt nicht deine Meinung, sei es drum, aber fang jetzt nicht dieses Tränenschießen in die Augen-Ding an. Das ist unnötig. Was geht's dir an, welche Farbe dein Gesicht hat, sind doch angeblich eh alle Farben blind. Also aufstehen, Geld geben, rausgehen, zusehen, wie der nächste Kunde drankommt und du bereits wieder vergessen bist. Lächeln dabei, verdammt nochmal, lächeln, nicken, ja, genau, nein, nicht so doll nicken, du bist doch kein verdammter Wackeldackel. Wobei deutlich mehr zu bieten hast du ja offensichtlich auch nicht, so wie du hier rumdrückst. Also los, schüttel das Köpfchen, vielleicht fällt dir zumindest niemand mehr der ätzende Haarschnitt auf. Und ich sinke noch ein wenig tiefer in die Abgründe des Stuhls, der verzweifelt lächerliche Versuch, das Disbattle ich gegen mich selbst, das unter meinen Haaren, zwischen meinen Rippen, dem Magen, den Händen, den Füßen tobt und allmählich meinen Blick verwässert, im schwarzen Umhang zu ersticken. Wünsche mir, ich wäre nicht so schüchtern. Dann wäre das alles kein Problem, dann könnte ich entscheiden, was ich kommentiere, reklamiere, diskutiere, demontiere, echauffiere, degradiere, aufpoliere oder einfach ignorieren will. Und wäre ich nicht schüchtern, würde mich das freundliche Moin vom Typen an der Theke später am Abend nicht so sehr überfordern, dass ich mit Guten Morgen antworte, würde ich im Anschluss auf der Toilette nicht 5 Minuten lautlos schreien müssen und den restlichen Abend zwanghaft gegen die Kneipenwand starren, um zu vermeiden, seinem Blick noch einmal begegnen zu müssen. Nein. Wäre ich nicht schüchtern, hätte ich nicht spontan meinen gedanklichen Thesaurus verloren, sondern irgendwas Cooles geantwortet. Vielleicht hätte ich mich einfach mit einem freudigen Lächeln neben diesen fremden Menschen gesetzt, 2 Tequila für uns bestellt und begonnen, ihnen von den neuesten Ereignissen meines Lebens zu erzählen. Vielleicht vom letzten Tinder-Date oder dass ich seit neuestem Poetry Slam mache. Ja, Poetry Slam. Wäre ich auf der Bühne nicht so oft schüchtern, dann... Ja, ich denke, ich würde Wörter wie Fuck oder Scheiße oder Superkalifragilisticexpialidetisch in meine Texte einbauen, über Intimfrisuren und Verdauungsprobleme schreiben und... Über meinen Hund. Es sollte viel mehr Texte über meinen Hund geben. Und ich würde laut werden auf der Bühne. Einmal so richtig laut schreien! Das Trommelfelle zittern und meine Stimme bricht. Man könnte im Schreien scheppernde, schallende, schrillende, schaurig, schamige, schamschlagende Schalliterationsketten hören und mit Sicherheit. Würde ich alle Stilregeln brechen, würde niemanden mit Form bestechen wollen und beginnen, meine Texte zu reimen. Auch wenn immer wieder Leute meinen, dass ich das nicht kann, aber das wäre mir egal, denn dann ziehe ich alle Muster in den Dreck und flex sie mit unreimen Reimen weg.
Wollte ich im Mutausbruch kein Vorhaben mehr vertagen, würde ich beginnen, meine Texte auswendig vorzutragen. Nein, ich würde meinen Textblatt zerreißen, es zu euren digital jubelnden Händen schmeißen und improvisiere und kommentiere von hier oben, zum Beispiel Theas Haare, die sind cool, die muss man mal loben. Und sind wir alle dann so richtig gut in Schwung, sorge ich mit Percussion wie zur Rap-Stimmung. Ich tue, als ob ich rappen kann und gebe richtig Gas. Scheißegal, ob euch das peinlich ist, denn ich habe meinen Spaß. Und cooler als ein Eisbär in der Tiefkühltruhe, tanze ich hier vorne rum ganz ohne meine Schuhe. Und sagen wir doch mal ehrlich, es hält man es bei der Hitze eh kaum aus. Also ficke ich die Schabe und ziehe mein T-Shirt. Ah nee, aber eigentlich bin ich ja schüchtern. Danke.